In diesem kleinen Video soll es um das Sieb des Eratosthenes gehen, das sogenannte Primzahlsieb, welches aus den Zahlen 2 bis gegebene maximale Zahl alle Primzahlen heraussiebt. Diesen Algorithmus unter der Nummer 73 sehen Sie hier noch einmal. Und der hat auch hier wieder ein paar kleine Schritte. Wir fangen an damit, dass alle Zahlen von 2 bis der maximalen Zahl aufgeschrieben werden. Wie Sie das aufschreiben wollen, ist ziemlich egal. Hauptsache, die Zahlen sind sortiert oder geordnet, der Reihe nach aufgeschrieben. Üblicherweise wird es in einem rechteckigen Schema gemacht, wie hier zum Beispiel. Das ist auch der aufwendigste Teil letzten Endes von dem, was man tun muss, weil erstmal alle Zahlen hinzuschreiben sind. Das ist die Initialisierung für diesen Algorithmus. Danach geht's los. Man fängt an mit der kleinsten Zahl, die noch keine Markierung besitzt. Das ist also am Anfang die 2. Und man weiß, dass diese Zahl eine Primzahl sein muss, die kleinste Zahl. Ja, die 2 ist eine Primzahl, weil sie als Teiler nur die 2 und sich selbst hat, also Primzahl ist. Und wir markieren diese, indem wir einen Rahmen ringsherum zeichnen. Das ist eine Möglichkeit, wir können es auch anders markieren, aber das ist das Einfachste. Gut, also Primzahl markiert. Im nächsten Schritt werden jetzt alle Vielfachen davon aus dem Sieb oder aus dieser Menge herausgestrichen. Und man kann das relativ einfach machen, indem man einfach immer p-Zahlen weitergeht, also am Anfang jede zweite Zahl herausstreicht. Das sind dann gerade die Vielfachen. Und da es Vielfache von einer Zahl sind, können sie keine Primzahl sein, also haben wir nicht Primzahlen herausgestrichen. Gut, sind wir durchgegangen bis zur letzten Zahl, haben alle rausgestrichen. Dann schauen wir nach, sind wir fertig oder sind wir nicht fertig. Also schauen wir nach, ob es noch eine Zahl gibt, die nicht markiert ist, also weder als Primzahl markiert ist, noch als Nicht-Primzahl gestrichen wurde. Wenn dem so ist, gehen wir zurück zu Schritt 1. Und da bekommen wir jetzt halt Stück für Stück eine Liste von Zahlen, die einen Rahmen herumbekommen und Zahlen, die gestrichen sind. Und die nächste Zahl, die sozusagen noch frei ist, die jetzt nach einem Schritt 2 noch existiert, die muss automatisch eine Primzahl sein. Die kleinste davon, die muss automatisch eine Primzahl sein. Denn wenn sie keine wäre, hätte sie einen Teiler, der kleiner ist als diese Zahl. Dann wäre sie aber gestrichen worden im Schritt 2, weil wir alle Teiler, die schon kleiner sind, gestrichen haben. Die einzige Ausnahme ist natürlich der Teiler 1, aber gut, 1 ist keine Primzahl, deswegen können wir diesen an der Stelle ignorieren. Wenn wir also den ganzen Algorithmus durchgehen und am Ende alle Zahlen markiert haben, dann können wir ablesen, was die Primzahlen bis n-max sind und gleichzeitig, was die Nicht-Primzahlen sind. Wir brauchen aber nur die Primzahlen, deswegen Primzahl 7. Ja, also Sieb heißt es, weil aus allen Zahlen durch kräftiges Schütteln nur die Primzahlen übrig bleiben, der Rest fällt durch das Sieb hindurch.